Moin, hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Ich muss jetzt zusehen, dass ich für den Winter hier nochmal schnell die Bude fertig kriege, vor allem schnell. Ich muss mich zusehen, dass ich hier noch die... Hoffentlich passt das von der Größe, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, dass es von der Kabellänge reicht, das noch hier. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Hat Daniels Feierabend? Ne, Dennis macht Pause, okay. Ja gut, es ist auch Feierabend. Du gehst ja pennen und stehst dann wieder früh auf. Das geht dann schon. Die Batterien laden sich so langsam auf. Das finde ich ganz gut. Gehst du nochmal arbeiten? Er geht nochmal arbeiten. Finde ich gut. Finde ich gut. Holst du nochmal Material hier? Jo. Oder? Ne, du gehst pennen jetzt. Warum bist du denn da hingegangen? Ich weiß es nicht. Hast du noch ein bisschen Material in die Hosentasche gesteckt oder was? Ach so, wir müssen jetzt hier, warte mal, die Tiere können jetzt wieder... Heimat. Die pennen alle auf einem Haufen jetzt hier gerade. Okay. Ne, ist egal. Passt schon. Nahrung ist wieder so eine Sache, ne? Das wird langsam ein bisschen wenig hier, fürchte ich. Ich muss auch gucken, was ich dann hier anbaue. Das wird Kartoffeln. Ja, das ist okay. Kartoffeln. Ne, dann machen wir mal Reis oder so. Und hier hätte ich gerne... Wo haben wir sie denn? Heilwurz brauche ich mindestens 8, das haben wir glaube ich nicht. Baumwolle wäre auch nicht schlecht, ne? Weil Baumwolle haben wir glaube ich gar nicht, ne? Doch, da Baumwolle haben wir da. Wurde aber nicht gepflegt bisher. Ne, da muss... Wo waren die denn? Ah ne, das habe ich noch gar nicht gelernt. Dann machen wir das hier... Aussaat erlauben, verbieten. Erstmal... Boah, ich kann ja auch Baumwolle hinmachen, oder? Komm, mach da Baumwolle hin, passt schon. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wer ist denn hier für Feldarbeit zuständig. Daniels ist hier für Feldarbeit zuständig, aber der ist gerade fürs Bauen zuständig. Das ist nicht so gut. Habe ich denn echt sonst keinen? Madeleine ist am Kochen. Die kann auch Feldarbeit, das heißt, sie kann auch Erdbeeren da hinsitzen. Okay, gut zu wissen. Mal gucken, vielleicht baue ich das auch später aus, dass ich das hier noch runterbaue. Dass man hier echt so ein Riesenfelddingen hat, dann kann ich das hier unten alles wegmachen. Wenn das denn mit den Lampen geht, das braucht natürlich eine Menge Strom dann, ne? So, Dennis, ich muss dich im Auge behalten. Das wird jetzt echt mies, ne? Okay, hier, dann arbeite mal an der Wand. Haben wir denn noch genug Material dafür überhaupt? 75? Ja, ein paar Sachen kann ich dann machen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Wände ich dann da fertig kriege. Wo rennt er denn schon wieder hin hier? Achso, du holst die Stahl und machst dann gleich auch, machst du gleich alles fertig. Okay, finde ich gut. Ist das gleich schon alles erledigt? So, bei denen muss, glaube ich, die Bäume hier weghacken oder so, ne? Muss so gucken, dass wir auf jeden Fall fertig werden hier noch zum Winter hin. Wir haben schon den 7. Welch, kannst du hier nochmal das abreißen? Ne, priorisieren. Ich muss eigentlich die Bäume hier abreißen. Ernten und säen. Welch, kannst du das hier nicht ausführen, weil kein Landwirt? Hm. Okay, die Bäume müsst du dann selber wegmachen. Die müssen da auf jeden Fall runter. Wo gehst du jetzt hin? Achso, du schleppst das Zeug hier noch weg. Mach mal hier weiter. Wieso schmeißt du das eigentlich mal weg und holt sich das? Egal. Solange du das Zeug verbrauchst, ist mir das egal gerade. Das muss hier noch fertig werden. Ach guck mal, wird sogar schon direkt angeschlossen. Finde ich gut. Braucht dann aber auch noch Strom. Wir müssen das hinhauen. Habe ich den Schneidertisch hier? Und hier Schlafplatz. Nee, ich habe keinen Schneidertisch, sehe ich gerade hier. Was? Wie konnte das denn passieren? Produktion. Ein Nähtisch. Ich habe keinen Nähtisch hier drin. Ich kriege einen Knick. Die Schlafplätze stehen jetzt hier natürlich im Weg. Das ist ein bisschen doof. Kriege ich das hier noch hin? Ja, müsste gehen. Denn es macht jetzt noch Mittag, okay. Du machst das hier noch fertig. Mach mal bitte erstmal hier die Sachen fertig. Die Wände hier oben. Ich möchte gerne, dass ich hier was anpflanzen kann. Das wäre wichtig.
Und da muss ich deine Priorität auch ändern. Du musst dann auf jeden Fall erstmal Farming machen, weil wenn Winter kommt, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Das Essen wird jetzt echt knapp. Mach erstmal alles fertig hier. Jetzt haben wir schon 20 Uhr. Ja, dann mach das noch fertig und dann ist wieder Feierabend. Die Zeit geht aber auch schon herum wie sonst was hier. Mann, Mann, Mann. Okay. Das räumst du noch weg. Ja, Welch muss jetzt reißen hier. Er wird jetzt mal gespielt mit seiner Frau, okay. Und jetzt spielt er alleine, okay. Nähtisch muss ich auch nochmal einen Start kriegen. So, Galakam, der lässt auch nicht mehr locker. Der bleibt jetzt hier, ne? Der hat ja was gefunden hier und ja. Ich würde ihn ja gerne mit in die Kolonie aufnehmen, aber dazu muss ich noch dran arbeiten. Ich muss auch gucken, wir müssen unbedingt dann noch hier, die Buden fertig machen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das hinbaue dann. Da bin ich noch überlegen. Wo baue ich das hin? Hier? Nee, hier ist es zu warm. Müsste ich hier nachher irgendwo hinbauen, den Wohnbereich oder so. Muss ich mal schauen. Achso, Dennis, ich muss ihn leider im Auge behalten. Denn du musst das jetzt fertig machen hier. Kannst du die Sachen hier eigentlich noch abreißen? Nee, Seen im Gebiet. Ich will eigentlich die Dinger weg haben hier. Dann muss ich es anders machen. Dann muss ich es über die Befehle machen. Okay. Holz hacken. Hier, das muss alles weg. Das geht nicht. Okay. Pflanze entfernen. Das muss hier alles raus. Denn wir müssen hier ein bisschen aufräumen. So, hier ist natürlich eine Menge. Aber das muss hier alles verschwinden. So, habe ich jetzt alles erwischt? Ich hoffe es mal. Müsste eigentlich, ne? Ich weiß noch nicht, wer für Gartenarbeit zuständig ist jetzt hier. Und ich sehe gerade hier, die Bäume müssen auch noch weg. Sonst kann hier ja nichts, wie weit ist das? Bis da. Also muss ich bis da, wo die Gräber sind, müssen alle Bäume noch weg. Pflanzen entfernen. Wow. Das ist eine Menge, das hier weg muss. Wer ist denn hier für Feldarbeit zuständig? Beziehungsweise, nee, Feldarbeit? Ist das Feldarbeit? Nutzpflanzen suchen, essbare Pflanzen? Nein, Waldarbeit. Madeleine macht erstmal Waldarbeit. Sehr gut, hier kommt schon mal ein bisschen Dach drauf. Das finde ich ganz gut. Dennis ist auch dabei. Okay, sehr gut. Du ziehst das hier durch. Das ist auch wichtig. Ich hoffe, du hast echt noch Material hier. Zack, zack, zack. Er zieht's durch. Das finde ich gut. Dann können wir hier nämlich schon was aussehen. Ein leichter Zusammenbau. Wer hat denn leichter Otaro? Wieso? Was ist los? Ach, Schussnarbe. Der muss doch behandelt werden, sehe ich gerade hier. Müssen wir mal gucken. Bedürfnis. Abscheulicher Schlafsaal. Ich weiß. Ich muss daran arbeiten. 14 Stunden. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Schlafplätze als nächstes noch fertig machen. Wir sind auf komprimierte Bauteile gestoßen. Wo? Da. Ja, das weiß ich, weil habe ich auch angeordnet. Das muss abgeholt werden dann. So, Welch, wie sieht's aus? Du ziehst das durch, das finde ich super. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen langweilig ist. Ich muss hier gucken, dass ich hier für den Winter ein bisschen Vorbereitung treffe. Denn die Zeit rennt. Und es muss fertig werden. So, machst du jetzt Feierabend hier oder machst du noch irgendwas anderes? Achso, du machst Pause, okay. Ja, ein bisschen Erholung muss sein. Das stimmt. Madeleine ist hier noch am Kochen. Die kocht dort die letzten Reserven hier weg. Ist hier noch was reif geworden bisher? Bereits zum Ernten. Wieso ist hier eigentlich keiner am Ernten? Arbeit, Feldarbeit. Müsste Daniels machen. Aber der muss gerade bauen, das ist das Wichtigere. Ich werde das im Winter umstellen. Daniels ist am Schlafen. Warte mal, Welch, ich muss dich leider mal aufwecken. Das tut mir leid, du wirst gleich pennen. Du musst...
Kann ich Kotaro nicht behandeln? Kann ich dich nicht behandeln hier? Schussnarbe. Ich kann dich nicht behandeln. Wieso nicht? Merkwürdig. Bist du mal ein Sanitäter oder nicht hier? Ja, Medizin 7, ist egal. Dann geh schlafen. Das Ding können wir abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Ich muss hier den Eingangsbereich auch noch ummodeln. Dann muss ich nach außen noch so eine Durchgangssperre machen, dass man hier nicht sofort reinkommt. Da muss ich nochmal schauen. So, Daniels macht gerade Frühstück und dann geht's wieder an die Arbeit. Nee, Daniels muss hier oben arbeiten, das ist wichtiger. Das muss fertig werden. Denn ich brauche die Felder. Wir müssen hier Vorbereitungen für den Winter treffen. Habe ich denn noch genug Steine dafür? Wie viel habe ich denn nur noch liegen? 65? Ja, doch, das könnte noch reichen. Muss ich mal schauen. Was holst du da noch weg? Achso, Stromkabel, okay. Finde ich gut. Utaru hat immer noch einen leichten Zusammenbruch. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. So viel wie möglich hier fertig machen. Und dann muss ich Madeleine hier gleich beischicken. Die muss dann hier schneiden von Pappeln. Muss gerade priorisieren hier. Ich muss ein bisschen Platz haben. Sehr gut. Die macht gerade alles weg hier in dem Raum. Das finde ich gut. Der Boomloom muss hier aber verschwinden. Hier, das geht nicht. Ich muss Madeleine heute mal abziehen. Die muss jetzt mal andere Sachen gerade machen hier. Ich finde gut, dass die dann hier jetzt auch in der ganzen Gegend gleich alles wegmachen. Das finde ich ganz gut. Denn jetzt zieht er auch durch. Zweimal zusammen. Welch und Tutaru. Das ist noch Welch, okay. Junge, Junge, Junge. So, dann habe ich nämlich für den Winter hier die drei Felder. Das muss reichen. Das ist ganz gut. Und dann sollte ich hoffentlich auch über den Winter kommen. Und ich hoffe, dass ich dann auch im nächsten Jahr vielleicht noch ein paar Leute dazu kriege. Ich bin mir nicht sicher. Zusammenbruch, 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 Utaru. Ja, ich muss als nächstes muss ich mich echt um die Zimmer kümmern. Ich muss nur mal schauen, aus welchen Materialien ich die mache. Weil dementsprechend, aus welchen Materialien man die macht, geht ja dementsprechend auch die Laune nach oben. Und dann sind die Leute halt eher zufrieden. So, machen jetzt beide Feierabend? Ja. Okay, dann lasse ich euch mal Feierabend machen. Ihr habt ja auch hart gearbeitet heute. Das müsst ihr morgen nochmal fortführen, damit wir hier fertig werden. Das wäre ganz toll. Das Gute ist jetzt, das ist fertig überdacht. Das kann man also schon nutzen. Das finde ich sehr gut. Und ich glaube, ich werde mal die Tiere hier rüberlegen. Dass die sich hier hinlegen. Warte mal. Architekt, diverses. Ne, wo waren das jetzt hier? Möbel. Tierschlafplatz hier. Und den Tierschlafplatz... Kann ich den entfernen? Befehle abbrechen? Nein. Abreißen. Der Schlafplatz müsste jetzt weg sein, ja. Komm, genau, geh da schlafen, passt. Batterien sind alle voll, perfekt. Ich müsste ja eigentlich noch ein Stromkabel hier rüberlegen, wenn ich hier noch Dingens hätte. Daniels haut wieder rein, das finde ich gut. Da gibt es noch viel zu tun. Madeleine muss hier gleich noch weitermachen. Sobald sie wach ist. Ich muss ja mal gucken, was sie als erstes macht. Ob sie was essen will oder ob sie... Was machst du? Du gehst da Bäume schneiden. Die geh erstmal hier, mach mal hier. Hier ist wichtiger. Das muss hier alles weg. Du könntest deinem Mann sehr helfen, wenn du hier noch ein bisschen weitermachen würdest. Komm schon. Jetzt muss ich das echt einzeln angeben hier. Das ist ein bisschen doof. Du willst was anderes machen, ich weiß. Aber das geht gerade nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Jetzt muss ich hier echt die ganze Zeit hinterstehen. Das ist ein bisschen doof. So, die noch. Hier noch. Kannst du das nicht alles in dem Raum machen? Das hast du letztes Mal besser gemacht.
Ah, okay, du willst wahrscheinlich erstmal was essen, ne? Kann das sein? Ja, du willst was essen. Okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, Madeleine. Mach erstmal ein bisschen Pause. Dann musst du nachher weitermachen. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.